Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Revelation. Hier ist euer Don. Tid ist dich hier. Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Zurück auf eure Posten, Agiertes! Willkommen, liebe Gaming-Freunde. Wir sind hier in der Sequenz 3, Erinnerung 6. Und wir gehen nun durch die Zisterne Basilika durch und um die volle Synchronisation erreichen, nicht entdeckt werden. So, prinzipiell, wir haben gesehen, die sind weggelaufen. Wir können das als Übung brauchen. Und noch einmal. Gehen wir noch schnell die Vorräte aufstocken. Aufgestockt haben wir mal alle Bomben. Das ist mal gut. Es stinkt hier unten. Wir finden die Schlüssel bald. Nein, findet ihr nicht. Wir haben eine Naturbombe, 3 Stück, das sollte reichen. Schalten wir auf Giftpfeile um hier. Gib Acht, ja? Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße. Unser Ziel ist dort hinten.
Und jetzt kommt er auch schon. Verdammt! Schon wieder Gift! Ekelhaft! Gut, was ist passiert? Es gibt Typen hier. Komische Kleidung. Bestimmt ein Franzose. Das war knapp. Ein Söldner. So, das Problem ist nun dieser Herr hier oben. Noch ein Fremder. Das wäre mal erledigt. Und jetzt begeben wir uns auf die Naturbomben.
Er wurde vergiftet, kein Zweifel. Habt ihr etwas Ungewöhnliches bemerkt? Diese drei Typen sind mal erledigt. Ja, das war nicht so gedacht. Okay, die haben wir erwischt, ist mal gut. Den haben wir schon geplündert. Okay. Jetzt gehen wir zum nächsten Teil. Und zwar dort vorne. Könnt ihr ihn sehen? Gibt es eine Wache? Ich bin es leid hier unten. Fürwahr. 8 Stunden in diesem Dreck. Ab ist Tefton. Ihr Großmeister hat seine Gründe. Ich wünschte nur, ich würde sie kennen. So ist das, die ist ja verschwunden. Ich glaube, wir brauchen diese hier. Vergessen, die Kisten zu plündern.
Petros, sorgt dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern. Um ein bisschen die Giftpfeile zu sparen. Ach, du nicht so. Und voll in den Rücken. Sollte so eine. Okay. Schnell rauf hier. Okay, Glück gehabt. Wichtig ist, dort oben gibt es noch mal einer. Der könnte uns unter Umständen das Leben schwer machen.
ob wir ihn von hier erwischen. Nun gut, da wir den Schlüssel erhalten haben. Es hätte oberhalb noch ein paar Typen, aber die müssen wir jetzt nicht unbedingt eliminieren. Diesen Herrn müssen wir nun loswerden. Hat auch nicht so viel gebracht. Ich glaube, wir haben alles von diesem Raum. Hier unten ist noch jemand außer uns. Halte die Augen offen und die Fäuste bereit. So, suchen wir mal diesen Herrn. Und das ist er auch schon. Das hat niemand gesehen. So, und das auch nicht.
So, da hätten wir mal erwischt. Das könnte funktionieren. Diese zwei. Und hier gibt es noch einen Herren. Ja, dein Tod. Holt Verstärkung! Das ist ein Angriff! Ich denke, das waren mal alle. Ich hoffe, das ist die letzte Sektion jetzt. Okay. Bevor wir hier durch die
versteckte Tür durchgehen. Holen wir noch uns ein paar Sachen. Hinten ist noch eine. Schaut doch jeweils noch hier rum. Teilweise sind hier noch Schatzkissen versteckt. Und ansonsten habt ihr den Massiv-Schlüssel gefunden. Das war es für die Zisterne Basilika. Salve, Ezio. Ihr wart lange fort. Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte. Mio Dio che meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern. Wahre Schätze. Einige dieser Bücher sind seit 1000 Jahren verschollen. Niccolò Polo versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Ihr interessiert mich langsam ein wenig. Soweit ich das sehe, brauche ich diese 3 Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia, könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden. Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. Das war auch kein Ja. Wenn euch die Videos gefallen und ihr weitere Folgen sehen möchtet, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare hierzu. Gibt es ein Spiel, das ihr hier sehen möchtet, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ciao, tschüss, euer Don.